Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück bei Simon Bolivar hier in Civilization 6. Großkolumbien macht gerade eben Russland ein bisschen kleiner. Ja, und das wird wahrscheinlich noch die ganze Folge oder sogar noch ein bisschen länger andauern. Ah, da muss ich aufpassen. Ah, das ist ärgerlich. Nee, da gehen wir nicht hin. Das hier muss ich komplett umlaufen hier bei Voronezh. Oh Gott. Das ist noch mehr Stadtfernkampf vonnöten hier. Ich merke schon, dass meine Städte noch nicht die aktuellen Verteidigungsanlagen haben. Deswegen sind die da momentan nicht ganz so stark. Oh Mann. Böse Barbaren machen Ärger. So, du bist es auf jeden Fall hier. Oh, warte mal. Ist das nicht der Siedler, den ich einst verlor? Dann hole ich ihn mal wieder. So. Auch wenn ich ihn momentan eigentlich gar nicht brauche. Kann ich ja direkt das Ding hier mit dem Armbrustschützen attackieren. Ich muss den hier bloß noch nachziehen. Ah, und er gibt mir Gold. Ich würde aber auch tatsächlich, ehrlich gesagt, hier... Boah, der hat cooles Zeug, der Junge. Ja, aber es ist okay. Damit kann ich leben. Wobei, es war garantiert wieder ein richtig beschissenes Angebot. Muss man echt noch... Der mag mich nicht. Warum nicht? Ich kenne also eine Agenda nicht, ne? Au. Okay, ich kann das hier nicht angreifen. So nicht. So definitiv nicht. Rückzug. Dinge, die wehgetan haben, tun weh. So, zurück zu Petra. Ihr schließt euch hier wieder zusammen. Ne, ihr seid sogar schon wieder zusammengeschlossen. Passt für mich. Du forst jetzt da drauf. Also du feuerst da drauf. Und du feuerst ebenfalls da drauf. So, dann gibt es hier leider eine Menge Zeug, was repariert werden muss. Okay, wir beziehen jetzt hier Stellung. Ich verstehe jetzt nicht, warum der jetzt hier stehen bleibt. Weil es wurde mir eigentlich angezeigt, er könnte bis da laufen. Oh, geil, Beförderung verfügbar. Genau das will man sehen. Gut, die können ja schon mal jetzt hier ballern, ne? Du ziehst... Nee. Einen Schritt nach links. Lässt den da los. Schnappst du den da noch. So komme ich jetzt gerade kostengünstig an ein paar Arbeiter heran. Sehr, sehr gut. Und dann heilst du dich hier an der Stelle noch. Hier ein Sägewerk haben? Hier möchte ich hier noch was hingebaut haben. Lass ich pennen. Und es gibt wieder mal Stadtfernkampf. Also langsam aber sicher bauen die hier Druck gegen die kleinen Mistviecher hier auf. So. Ich sollte vielleicht mal anfangen, jede Menge Dingens zu bauen. Um meinen Glauben noch weiter auf der Welt zu verbreiten. Jede Menge Apostel. Aha. Okay. Warum auch immer diese Armbrustschützeneinheit auf dem Wasser ist. Ich weiß es nicht. Kommt mir auch wenig sinnvoll vor. Was ist denn das? Da wird gerade eben ein Weltwunder gebaut. So, wie schaut's aus? 114 Punkte. Erstmal Level Up. Kampfstärke gegen Landeinheiten, Kampfstärke bei Verteidigung. Feuer frei. So, du gehst da ein und kannst direkt auch schon mal drauf feuern. Ich schicke den jetzt hier direkt schon mal hier in den Nahkampf. Straße geplündert. Auch wenn ich damit nicht viel anfangen kann.
Und du gehst ganz schnell dahin. Das Ding hier angreifen ist... Ist das einfach so möglich? Nee, ist es nicht. Okay. Wollte gerade schon sagen, das ist doch eine Verteidigungsanlage. Aber ihr seht, die ist nicht besonders geil. So, die ist schon so gut wie down. Im nächsten Turn wird sie fallen. So, dann reparieren wir den Schrein hier noch. Mach ich mit euch. Die Ambruchschützen können halt leider nicht weiterlaufen. Eine Mine oder einen Kolossalkopf? Eine Mine. Boah, Twer hatte gerade eben echt Probleme. Ist von zu vielen feindlichen Städten, glaube ich, umgeben. Mhm. Okay, das kann ich jetzt auch so lösen hier. Tschüss. Und du pennst hier? Du regenerierst dich hier? Was mache ich denn mit dem da? An und für sich wäre das keine allzu blöde Stelle, um nochmal eine Siedlung zu gründen. Aber dafür muss ich erstmal das da unten clearen. Stadt benötigt Nahrung. Ja, kümmere ich mich darum, wenn die Stadt, wenn der Krieg vorbei ist. Momentan habe ich andere Dinge zu tun. So, wobei, eine Sache kann ich jetzt echt schon machen. Wir holen uns noch mehr Apostel. So, und ich kann sie direkt hier... Nee, die kann ich nicht aufwerten. Ach nee, warte mal. Ich muss jetzt, glaube ich, zu einem Weltwunder laufen und dann bekommen die, also sie neben ein Wunder bewegen, dann bekommen sie, glaube ich, irgendwas. Ich lasse sie auf jeden Fall erstmal da runterlaufen. Da tut es auf jeden Fall keinem weh. Ich muss ja sowieso irgendwie einmal um links rum, um zu denen hier zu kommen, weil rechts rum, glaube ich, nicht so gut ist. Sie möchte Honig und gibt... Sag mal, warum willst du ständig diese offenen Grenzen, ey? Ich habe kein Interesse... Was? Lady, ohne Witz. Darüber reden wir noch. Uff. Wie viel Gold pro Runde würde sie denn zahlen? Zwei. Na gut. Ich nehme ja alles, was ich kriegen kann, aber die gibt anscheinend echt nicht gerne ihren Einfluss her. Ich wollte gerade schon sagen, das sieht ein bisschen komisch aus. Ich finde dieses Schiff übrigens gerade eben sehr, sehr lästig. Aber das Wichtige ist, dass die Bombarde gerade eben keinen Schaden genommen hat. Mhm. Ich glaube, da versenkt jetzt hier Peterchen noch hier sein Schiff. Oh, tschüss. Genau. Wie ich es vermutet hatte. Wieder mal ein katastrophaler Ausbruch. Was ist denn das jetzt hier? Einheiten verloren. Oh no. Ist aber anscheinend nicht meine. Toi, toi, toi. Ist wohl eher nicht meine. Wir feuern auf das Städtchen. Ja, und mit dir muss ich mich jetzt erstmal zurückziehen, weil du zu viel Schaden genommen hast. Gefällt mir gar nicht. Aber ich habe ja zwei Stück, ich kann die ja schön abwechseln. So, du räumst jetzt das hier weg. Hallo? Jetzt. Na also. Eingenommen ist es. Du kannst schon wieder leveln. Gegen Einheiten in Bezirken ein Level up. Nice. Da klaue ich mir doch mal ein bisschen Glauben. Wenn ich sowieso nicht da irgendwo anders hin kann. Dann gehe ich noch dahin. Einige coole Sachen, die ich jetzt hier gerade eben bauen kann. Mittelalterliche Mauern.
kann noch mehr Händler haben. Einige Händler wurden auch, glaube ich, geklaut. Das hier sollte ich jetzt weiterbauen. Das arme Twer. Ich repariere mal das Monument. Vielleicht löst sich das Problem dann schon mal in Wohlgefallen auf. Man weiß es ja nicht. Und ich greife jetzt hier schon mal mit denen hier an, dass sie sich hier nicht so schnell erholen von der Aktion. Nächste Runde fällt auf jeden Fall Voronezh. Ja, du gehst auch mal vorsichtshalber darüber. Feuer. Gut. Schlecht. Rückzug. Nicht, dass ich den wieder verliere hier, ey. Das kann ich echt momentan nicht brauchen. Boah, ist das geil hier, das Gelände. Also einige von den Geländen hier sind schon wirklich extrem gut. Freue mich so sehr auf den Moment, wenn ich diese Stadt einnehme und dieses Schiff einfach damit zerstört wird. Was das Schießpulver für den Krieg getan hat, tat der Buchdruck für den Geist. Schön, schön, schön. Aber vorher muss ich noch andere Dinge tun. Ich muss erstmal schießen. Auch wenn noch nicht überall Schießpulver am Start ist. So, Beförderung. Das gefällt mir. Für die Kartoffel brauche ich zwei Häfen. Habe ich aber momentan noch nicht. Dafür habe ich ja das ja schon. Das Rasegel theoretisch. Ja, ich hole mir trotzdem erstmal das da. Hier soll es dann mal die Stallung werden. Du forst jetzt auf den da. Du forst jetzt auf den da. Und damit ist der Siedler wieder safe. Gut. Kann ich dazwischen eigentlich jetzt schon wieder. Nein, 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 nein. Dinge mit Glauben kaufen? Nein, kann ich nicht. Ja, ich kann halt den Yang hier kaufen. Gut, dann habe ich halt mal nochmal eine Nahkampfeinheit hier. So, Bombarde. Voronezh. Da steht mein Name drauf. Wollte ich nur mal so gesagt haben, ne? Tja, Schiffilein. Blöd gelaufen für dich. Voronezh gehört nun ebenfalls uns. Stadt behalten. Dich lasse ich jetzt kurz mal heilen. Dich lasse ich jetzt kurz mal heilen. Dann alle heilen, genauso wie du. So, wir bauen als allererstes jetzt hier auch das Monument. Dich lasse ich da mal stehen. Du machst das da. Oh, das Ding ist aber halt dooferweise zerstört, ne? Muss man halt irgendwann mal reparieren. Mit Betonung auf irgendwann mal. Die verstecke ich hier drin. Kannst dann eine Runde pennen. Denn das wird man so schnell nicht einnehmen können, das Teil. Ja, komm, geh da hin. Ich hoffe mal echt, dass diese Leute sich demnächst mal hier nochmal einkriegt, ne? Warum denunziert er mich? Boah, ist der hässlich, wenn der wütend ist, ey. Was für eine geistlose Torheit. Ich muss mir den Typen gleich mal anschauen. Okay. Und ich werde jetzt auch gleich mal versuchen, eine Allianz mit Katharina de' Medici zu gründen. Dann ist es endet in 2 Runden. 14. Ja, wir schaffen es wahrscheinlich nicht ganz in ein goldenes Zeitalter. Ich habe aber noch nicht die Möglichkeit, solche Sachen zu machen. Warum hasst er mich? Er hat mich denunziert, deswegen habe ich jetzt Groll. Das ist eine Oligarchie? Ja, ich weiß ja noch nicht viel über ihn. Okay, weil andere Spieler Groll haben gegen mich, findet er mich auch doof. Bist du so ein Mitläufertyp oder was? Denn sie hat eigentlich momentan immer noch keinen Grund, uns wirklich zu hassen. Naja, gut, das Machtniveau, das ich dadurch habe, ist aber wahrscheinlich auch jetzt für viele erschreckend, ne?
Tempel bauen. Stadtmauer in Moskau, ja, kann man auch mal brauchen. Und jetzt geht's Richtung Petersburg. Also Peter seine Burg. Oh, die Einheit hat jetzt schon so hohe Stufen, dass ich sie benennen könnte. Jetzt absichtlich dahin. Gehst du auch gleich mal mit? Der Ritter geht da gleich mal mit. Ja, euch lasse ich gerade eben nochmal die paar Turns jetzt hier mal heile, heile Segen machen. Ja, wobei ich kann sie schon bewegen und dann immer noch heilen. Ich weiß nur nicht, ob das einen Einfluss hat auf die Heilungsgeschwindigkeit. Wahrscheinlich ja. Bam. Tschüss. Down. Stadtfernkampf kann stattfinden. Mhm. Wir lassen es nicht nur beim Stadtfernkampf. Na also. Das kommt sicherlich nicht gut an, was ich jetzt hier gerade mit Peter mache. Aber ich möchte immer noch darauf beharren, ich habe nicht angefangen. Also, nicht mit dem Krieg. Im übertragenen Sinne habe ich schon irgendwie angefangen, also mit der Religion, aber ich bin immer noch der Meinung, da ist er ein bisschen kleinlich. hole ich mir das hier schon? Ich glaube, ja. Dann mache ich mit dir hier ja noch ein Feld hin. Bietet sich an. Ah, jetzt hat er ein Level Up. Kann zweimal Religion, kann Religion zweimal zusätzlich verbreiten. Ja, her damit. Ich könnte den Glauben nochmal missionieren, so wie es aussieht. Aber ich möchte jetzt trotzdem. Meine Einheiten da mal hinbringen. Es scheint ja auch nominell einen Weg zu geben, das zu tun. Mhm. Dovreste prestare attenzione a ciò che va accade d'intorno. Credetemi, vi sono fin troppi giochini che stanno avendo luogo. Wenn sie meint, Frau Medici. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass. Solange das Kolosseum steht, wird Rom bestehen. Wenn das Kolosseum untergeht, wird auch Rom untergehen. Und mit ihm die Welt. Das Ding hatte ich nicht auf dem Schirm. Das gibt jetzt hier nochmal ein paar schöne Zeitalterpunkte. Sehr gut. Und damit haben wir das Goldene. Punktlandung! Ach, ist das schön. Okay. Dann wird's Zeit, St. Petersburg hier mal einen bombastischen Besuch abzustatten. Der will mich verarschen, ne? Der hat tatsächlich keine Verteidigungsanlagen da drin. Ihr heilt euch hier mal weiter. Du heilst dich ebenfalls hier mal weiter. So. Geheimdienst wird empfohlen. Ein Spion und Kapazität für einen Spion. Ja, ich baue jetzt hier den Spion da rein. Fürs Endgame ist der, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Das Ding macht hier immer noch Probleme. Brot und Spiele. Dauert sehr lange. Dauert wirklich lange. Ich hoffe, dass das Ding hier dem Loyalitätsdruck noch ein bisschen gewachsen ist. Wenn nicht, dann ist es halt so. Kann es halt gerade nicht ändern. So, du heilst hier weiter. Gehst jetzt mal da runter und guckst mal, was da hier so rumsteht. Nominell habe ich gegen dir keine Chance. Wie ich gerade eben realisiere. Okay, lass uns mal nochmal ein bisschen mehr jetzt hier für den Glauben tun. Apostel. Apostel.
Okay. Nächste Runde kann ich dann sowas machen wie Glauben missionieren und solche Sachen. Oder Level-Ups verteilen. Wenn er das Spiel ja nicht schon wieder vergessen. Den Typen da, genau. Zack. Eigentlich müsste ich doch jetzt hier eine Hacienda hinbauen können. Oder muss ich dafür erst noch mein Geländefeld räumen? Ich weiß es gerade eben nicht mehr auswendig, welche Grundvoraussetzungen habe. Ich glaube, es waren irgendwelche Felder. Und da followt jemand. Willkommen. So, Jaroslav gibt es danach übrigens noch. Aber wenn er jetzt das hier verliert, also ist es nach wie vor der große taktische Fehler hier, ne? So, was bekomme ich jetzt hier? Diese glorreiche Zeitalter eures Volkes ist in meinen Augen nur Prahlerei. Ja, du Alter. Der Tag, an dem wir nichts mehr entdecken, ist der Tag, an dem wir ein Leben in einer toten Welt ohne Neugier und Träume beginnen. Die nicht auf dem ursprünglichen Kontinent sind, das wird wohl eher nicht so schnell passieren. Also ich lasse auf jeden Fall hier meine Regierung erstmal so, wie sie ist. Meine Widmung! Wir machen jetzt noch mehr Druck. Hixung Draconis. Mehr Stadtbevölkerung für Städte, die auf einem anderen Kontinent gegründet werden. Münzreform. Eure Händler können nicht geplündert werden. Internationale Handelsmengen bringen plus 3 Gold pro Spezialbezirk. Herzschlag des Dampfes. Goldenes Zeitalter. 10% mehr Produktion für Wunder des Industriezeitalters oder zu den Waffen. Schalt einen speziellen Casus Belli frei. Nein, das brauche ich nicht. Ich denke, ich werde die Münzreform angehen. Ja. Ich nehme die Münzreform. So. Dann muss ich nämlich noch mehr Händler jetzt ausbilden. Deutlich mehr Händler. Kann ich noch Händler kaufen? Jawohl. Da ist ein Händler jetzt gekauft in Moskau und in Bogota kaufe ich auch einen Händler. Nee, kann ich nicht. Weil da ein Typ rumsteht. Muss ich jetzt noch ändern. Als allererstes erstmal Glauben missionieren. So. Dann hier dem hier noch ein Level abgeben. Kampfstärke, theologischen Kampf. Ja, was soll's. Ist kein geiler Level up, aber egal. Dann. Das hier bitte mal zumachen. Ich möchte jetzt echt mal gucken. Ja, man kann hier drüber. Bandar Brunei kann ich ihn schicken. Okay. Als allererstes die Ausrichtungen weiter verbessern. Hat eine Allianz mit einer anderen Zivilisation. Kann ich ja immer noch nicht. Die wollen ja alle nicht. Was soll ich denn da machen, ey? Und hier ist immer noch kein Händler möglich, aber den muss ich jetzt losschicken. Okay, ich schicke jetzt hier mal den hier nach Laventa. Ja, komm, ich schicke ihn echt nach Laventa. Dann hier geht in Maracaibo halt leider immer noch kein Händler. Habe ich immer noch diesen General hier. Ich habe keine Ahnung, warum ich diesen General habe hier stehen lassen. Aber jetzt müsste ich hier noch mal einen Händler ausbilden. Nee, immer noch nicht. Ach, weil ich wahrscheinlich immer noch einen ausbilde, oder? Kann das sein? Nee, eigentlich nicht. 3 von 4, also irgendwo muss noch einer sein, von dem ich nichts weiß. Seltsam. Sehr, sehr seltsam. Machen wir es nochmal hier, mittelalterliche Mauern. Also ich weiß jetzt nicht, wo dieser eine Händler hin sein soll. Auf jeden Fall kann ich meinen Glaubenssatz jetzt nochmal überarbeiten. Okay. Dann, was wollen wir denn bauen können? Ermögliche euch den Bau von Stupas. Ermöglichen den Bau von Gurdwaras, Pagoden, bringen mehr Wohnraum, Feuertempel, Kathedralen, Moscheen, Stupas. Mehr Wohnraum. Okay, ermöglichen den Bau von Feuertempel. Da kriege ich immer mehr. Feuertempel finde ich irgendwie bei Katzen jetzt irgendwie nicht so anpassend. Nehmen wir eine Pagode oder sowas, ne? Bringt doch mehr Wohnraum. So, Theologen stellen die Grund- und Glaubenssätze des Katzlolizismus dar. Sehr gut. Dann haben wir das jetzt ja auch endlich mal geklärt. Du pennst hier weiter.
Den schicke ich mal da hin. Und du bombardest hier mal fröhlich weiter. Es ist ja witzig, dass das alles mit einer einzigen Einheit gerade eben machbar ist. Du gehst da noch mit hin? Hä? Also die Jungs sind echt nicht so gut. Das kann man ihnen echt lassen. Die sind echt nicht so gut. Aber sie halten auf jeden Fall die Gegner jetzt hier erstmal auf Distanz. Das können sie immerhin. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht vor, einen militärischen Sieg einzufahren. Ne? Ich will ja eigentlich immer noch diesen friedlichen Sieg haben. Oh Gott, eine starke Dürre. Aber da passiert zum Glück momentan nicht so viel. Bums, Fallera. Die brauchen halt leider immer noch ein paar Minuten. Stört mich aber persönlich gar nicht. So, wo schicke ich denn dich hin? Nach Kyoto. Oh, das bringt richtig Kohle. Dich verfolge ich, du Schuft. Zerstörer meines heiligen Tempels hier. Unverschämtheit. Habe ich den hier einfach mal eingenommen. Dumm gelaufen, ne? Produzierst du keine Units mehr an der Stelle. So. Gut, Leute. Dann würde ich einfach mal sagen, ist wieder ein guter Zeitpunkt für einen Break. Danke für eure Aufmerksamkeit. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Wenn St. Petersburg dann tatsächlich plötzlich groß-kolumbisch wird, ne? Freue ich mich jetzt schon drauf. Ich hoffe, ihr auch. Haut rein. Schöne Zeit. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss und ade.